heute im Talk bei mir der Autor vom Buch «Stolperstein Frau», der Werner Alex Walser. Sali Alex, schön bist du bei mir. Hi Dave. So, ich zeige jetzt das Buch gerade mal direkt in die kleine Kamera. Wir werden heute ein bisschen über das Buch schwätzen, und euch das ein bisschen genauer vorstellen. Es ist ein aktuelles Thema, das in diesem Buch auch behandelt wird. Und für euch heisst es jetzt gut aufpassen, weil am Schluss der Sendung verlosen wir diese drei Exemplare. Und die sind natürlich auch noch handsigniert, oder? Das tun wir da gerade in der Sendung, dann wissen die, dass die handsigniert worden sind, tun wir am Schluss noch verlosen. Also gut aufpassen. Alex, bevor wir jetzt aber über das Buch reden, finde ich noch kurz, müssen wir etwas über deine Biografie schwätzen, weil ich finde, du hast extrem eine spannende Biografie. Du bist ja mal Postbeamter gewesen, dann bist du Pilot geworden und dann Autor. Unglaubliche Story, oder? Also zuerst, wie wird man vom Postbeamten Pilot? Ja, das ist tatsächlich eine Backstory. Ja, das ist so die und vom Tellerwäscher zum Millionär, fast, sozusagen. Ja, offensichtlich hat die Post uns gar nicht so schlecht ausgebildet, weil in dieser Flügerstaffel, wo ich Berufspilot war, im Militär, waren wir 4 gewesen, von 17 Piloten, die genau den gleichen Werdegang hatten. Ich kann das nicht alles bringen, was gut war. Vor allem haben wir Sprachen gut können und Geografie. Vor allem Schweizer Geografie haben wir natürlich sagenhaft gut verstanden. Das war für einen Militärpilot damals sehr wichtig. Und dann habe ich das Ziel, mein Traumziel, natürlich intensiv verfolgt, mich früher angemeldet, mich nicht durch nichts ablenken lassen. Ich hatte auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich alle Tests immer bestanden habe. Und bin dann nach 5 Jahren Profi-Militärpilot zur Swissair über und dort 33 Jahre als Linienpilot geflogen. Bis wann bist du geflogen bei der Swissair? Also hast du das Grounding sozusagen noch miterlebt? Nein, dort nein bist du habe ich nicht miterlebt. Ja. Ich bin zweimal pensioniert worden. Das, erste, das zeigt einfach, wie die Zeiten angefangen stürmisch werden. Das erste Mal mit etwa 57, dann haben sie aber nach anderthalb Jahren wieder 20 gebraucht. Und dort bin ich wieder dabei gewesen und konnte noch fliegen bis 60. Das war wunderbar gewesen. Aber dann war es fertig gewesen. Dann habe ich abgeschlossen mit den Flügen. Eben, und dann, seitdem bist du auch nie mehr in ein Flugzeug gestiegen, gell? Nie mehr. Nie mehr. Auch als Passagier nicht. Seit 12 oder 13 Jahren jetzt dann aber. Jetzt kommt es dann wieder mal, dass ich mal gerne auf Amerika fliege. Und wenn wir schon einen Profi bei uns haben, dann wollte ich das jetzt gerade noch aus erster Hand erfahren. Wir haben ja bei uns in der Sendung jetzt schon x-mal über den Dreamliner berichtet, wie er geflogen ist und wie er wieder gelandet ist und wie er jetzt am Schluss vom Tag am Boden unten bleibt. Alex, was ist das Problem mit dem Dreamliner? Wieso fliegt er nicht? Ja, das Problem ist offensichtlich, liegt bei den Batterien. Und das hat man natürlich nicht gern in einem Flugzeug, wenn etwas überhitzt oder Rauch verursacht. Und das ist auch heikel. Das wissen wir auch als Laie, weiss man das. Aber ich möchte einfach sagen, es hat immer Probleme gegeben bei neuen Flugzeugen. Das haben wir schon gehabt vor 30, 40 Jahren. Und haben es dann mehr oder weniger können unter dem Deckel behalten. Also du sagst, es gibt noch Hoffnung für den Dreamliner. Eines Tages wird er dann schon noch seine Route können abfliegen können. Ja, ja, ich wünsche ihm das, ja. Ja, ich wünsche ihm das auch. Auf jeden Fall ist nämlich ein sehr schönes Flug. Aber reden wir nicht nur über die Flugerei heute, vor allem reden wir heute über dein Buch. Und damit du kannst ein Buch schreiben kannst, musst du ja dann sozusagen Autor werden. Bist dann vom Pilot zum Autor sozusagen, hast du schon immer geschrieben, by the way. Also ich bin nicht einfach so Autor. Man kann nicht einfach sagen, ich entschließe mich jetzt dazu, Autor zu werden. Ich habe immer gern geschrieben und gern gelesen, aber während der Flügerei hat einem das einfach die Zeit nicht erlaubt. Die Kombination Militär-Swissair-Pilot war viel anstrengender, als dass man das von außen meint. Oder man hat viel Vorbereitungszeit gebraucht für den Flug, für den Check. Dann hat es viele Nachtflüge gegeben. Jetlag ist dann einem immer mehr in Knochen gefahren. Ja. Und ich habe 6 Wochen Dienst gemacht im Jahr. Oder? Und hatte noch Familie daneben gehabt, also war eigentlich Gestaltungskraft nicht mehr gross gewesen, zum Schreiben. Aber als ich dann pensioniert worden bin, habe ich dann eigentlich die Flügerei durch das gut können vergessen und habe mich mit dem Schreiben befasst. Und das ist auch eine Art Fliegen, einfach ohne Motor. Und wie hast du das Handwerk erlernt? Also es ist ein Handwerk, wie die Flügerei ist ein Handwerk. Man muss wissen, wie man so ein Teil steuert. Wie hast du es gelernt zu schreiben? Gut. Man muss einmal unterscheiden zwischen den Memoiren. Die habe ich ja zuerst verfasst, 2 Bücher, biografischer Natur, Flügerbücher. Dort muss man ja primär eine gute Faktenlage schaffen.
Man muss können auf Aussagen von Zeitzeugen, vielleicht auf Tagebücher, Fotos und so weiter zurückgreifen. Mhm. Und dann, wenn man in das einsteigt, ins fiktionale Schreiben, dann geht man schon in eine neue Liga. Mhm. Und dort bin ich in die Schule. Dort bist du in die Schule. Wir hatten einen bekannten Schriftsteller, darf ich sagen, der Markus Werner, den finde ich der Beste, den wir heute super haben. Super Schweizer Literat. Super. Und er hat mir gesagt, Alex, geh auf Basel das lernen. Und das war ein guter Rat. Mhm. Und nachher habe ich an den ersten Roman hergewagt und habe das Gefühl, es sei gut nicht schlecht rausgekommen. Es sei nicht schlecht rausgekommen. Das ist jetzt der zweite Roman, ja. Stolperstein Frau. Ich zeige es noch mal rein. Das Bild sieht schon sehr anmächelig aus. Vielleicht kannst du den Zuschauern so ganz knapp, ich weiss, meine Schweizer können das nicht so gut, die Deutschen können das besser, aber in ganz wenig Sätze erklären, um was geht es in deinem neuen Roman. Also, der Stein hier, den habe ich fotografiert. Der ist der Grenzstein zwischen Bronschhofen und Wiel, St. Gallen. Beide gehören einem deutschen Model, die Schuhe auch. Und das ist einfach miteinander so von der Grafikerin gemacht worden. Darin geht es um einen Sekundarlehrer, der pensioniert ist, verwitwet. Er trauert immer noch der Frau nach. Und er ist musisch sehr begabt. Er leitet einen Kirchenchor, spielt mehrere Instrumente, tut auch malen und als Herausforderung will er jetzt noch das fiktionale Schreiben lernen. Mhm. Er will Schriftsteller werden. Er geht in eine Schreibwerkstatt, so ein wie ich das auch mal gemacht habe, kommt den Auftrag über Figuren zu suchen am Wohnort, Leute anzusprechen, zum Beispiel jemand wie dich oder wie Eva nebenan. Das macht er ja dann. Das macht er dann, jawohl. Mhm. Und geratet vor allem jetzt mit dieser Frau, weil das Ganze eine junge, schöne, attraktive Servierfrau ist, in Teufelsküche. Und er wehrt sich wie verrückt dagegen. Er sagt, ich bin Künstler, ich bin durch dem gewachsen, auch als Pädagoge und so. Und trotzdem geht die Schraube immer mehr bergab, richtig Desaster. Richtig Desaster. Und das ist ja sehr ein aktuelles Thema, oder? Dass man ab und zu mal über eine Frau stolpert. Bist du persönlich schon mal über eine Frau gestolpert, so in dem Sinn? Dave, erzähl du von deinen Erlebnissen, die sind interessant. Meine Erlebnisse, das wird jetzt ein bisschen zu weit. Natürlich bin ich gestolpert. Das gehört doch zum Klischee vom Pilot, vom Linienpilot. Ich bin mal über die Flügerei gestolpert, dann über eine Hostess und mit der bin ich immer noch geheiratet. Heute noch? Ja, immer noch die gleiche. Ah, jetzt bin ich ganz schnell über etwa 44 Jahre. Gut, man kann aber sagen, es war sehr ein erfolgreicher Stolperer, den du dort erlebt hast. Du sagst es, ein Stolperstein muss nicht nur negativ behaftet sein. Aber eben, er ist ab und zu negativ behaftet. Das ist ja im Moment auch ein bisschen aktuell in den Medien. Der Herr Brüderle aus Deutschland, der jetzt auch wieder so ein bisschen über eine Affäre gestolpert ist. Wieso hast du das Thema gewählt für deinen neuen Roman? Ja, ich habe ja angefangen mit dem etwa vor 3 Jahren. Da hat es noch nicht einen Fall Brüderle oder DSK gegeben. Man hätte können in die Antike zurück. Da hat es x verheerende Episoden gegeben, die man hätte können als Stoff aufgreifen können. Und mir hat schon ein bisschen, habe ich mich gefragt, warum machen intelligente, zum Teil mächtige Männer so Sachen, warum verlieren die so Pedale und lassen sich so in desaströse Verhältnisse ein, die doch eigentlich strategielos sind. Und das hat mich ein bisschen gereizt und ich habe eigentlich eine Geschichte gefunden, gesucht, einen Stoff, der noch nicht besetzt ist. Und der vom Lehrer, also Lehrer-Schüler, das ist besetzt. Aber der so, wie er jetzt eigentlich sich in eine Figur verliebt, ist nicht, meines Wissens nicht besetzt. Aber das kann man sich in jedem anderen Beruf auch vorstellen. Chef, Sekretärin und so weiter. Eben, es gibt keinen zwingenden Grund, dass du dich für den Lehrer entschieden hast. Nein. Deine Hauptperson, der Frick, der ist ein Lehrer. Ja. Aber der hätte auch können, Maurer sein oder absolut. Restaurant besitzen. Richtig. Und ist auch eine Kunstfigur. Man muss da gar niemanden suchen. Außer der Örtlichkeit Wiel, St. Gallen, die stimmt. Aber Figuren sind wirklich Kunstfiguren. Und wenn man das Buch liest, die Dame, um die es dann geht, die heisst Lisa Hodlmöser Anaconda. Ist jetzt nicht gerade ein Name, wo man täglich begegnet? Was hat der für eine Bedeutung? Der Hodlmöser Anaconda? Ich finde das so speziell. Darf ich dich noch korrigieren? Heisst Hödlmoser. Hödlmoser, ja. Und es ist natürlich immer heikel,
wenn man so einen Namen nimmt. Ich habe jetzt für die Figur habe ich vielleicht 30, 40 genommen und habe die auch nochmal mit dem Verlag abgesprochen, wollen wir jetzt den Hödelmoser nehmen? Und sie haben gesagt, jawohl, der passt uns. Und es gibt nur eine Frau Hödelmoser, Strich Hödelmoser, sie heisst vorne noch anders, eine Witwe in Luzern. Die hat das Buch bekommen, ich habe mit ihr am Telefon geredet. Schön. Sonst ist es aber ein Österreicher Name. Ja. Und wenn, wenn du jetzt Skiteam schaust, im Österreicher Skiteam ist in der oberen Gremien ist ein Hödelmoser. Ein Hödelmoser und wahrscheinlich ein bisschen erfolgreicher als die Schweizer im Moment. Ist aber ein anderes Thema, aber auch sehr aktuell und auch sehr traurig. Ja. Nein, bei dir geht es auch um ernste Themen. Und zwar schneidest du als Thema an vom Suizid und von der häuslichen Gewalt. Suizid finde ich ein extrem spannendes Thema, auch gerade bei jungen Menschen. Die Suizidrate bei jungen Männern in der Schweiz ist ja unglaublich hoch. Wieso hast du dich dazu entschlossen, diese Themen auch in deinem Buch zu verwenden, über diese Themen zu schreiben? Du hast es gut gelesen, Dave, in dieser Kürze. Und das stimmt. Ich tue natürlich gerne unterhalten, gerne das Kopfkino in den Leuten anklicken. Mhm. Aber ich habe immer auch einen Grundgedanken dahinter. Eine Mission, eine Message. Und das ist genau etwas, die Suizide, die wir in der Schweiz, wir haben ja etwa 1300, die Rate ist doch für so ein Land, wo eigentlich Milch und Honig fließt, viel zu hoch. Absolut. Und wir müssen doch mehr machen dagegen. Weil beim Strassenverkehr haben wir es auch fertig gebracht. Als junger Pilot, als ich in den 60er Jahren von Wiel auf Dübendorf gefahren bin, hat es fast jedes Mal einen schweren Unfall gehabt. Ja, und dort sind wir auf 440 oder so Tote abgekommen. Und das müssen wir bei den Suiziden auch. Wenn wir jeden Tag haben wir einen sogenannten Personenunfall bei der SBB. Ja. Musst du dir das mal vorstellen. Und das ist mir am Herzen gelegen. Aber auch die häusliche Gewalt von Frauen wirklich, wo es einfach nicht richtig ist. Ich meine, ganz extrem ist der Fall jetzt in Indien. Wo jetzt da, oder das die ist ja Vergewaltigung verrückt. Im Bus, oder? Das ist sehr traurig. Aber es gibt auch in der Schweiz furchtbare Sachen. Und das wollte ich anhand von der Lisa, die natürlich eine sehr polarisierende Figur ist. Oder? Die ist am Anfang wirklich schwer zu kontrollieren. Und am Schluss wird sie doch eigentlich ziemlich ein anständiges, fast ein lämmliches Weibli. Und das Buch, ist das etwas, das man kann einfach lesen zwischendurch? Oder ist das harte Kost, wie würdest du das beschreiben? Wann soll man das Buch lesen? So in welcher Situation? Wäre das jetzt auch etwas für die Ferien, wo man gut mitnehmen kann in die Ferien und sagen mal, den Schmöker, den tue ich mal dort gemütlich lesen. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also, ich bin da nicht verantwortlich, wenn die Frau sagt, wie mir das auch schon passiert ist, sie hätte nichts vom Mann auf der Kreuzfahrt, er sei nur im Buch hinein. Und kann man mitnehmen. Also, ich würde sagen, ab 16 Jahren für Mann und Frau. Es hat sehr ernsthafte Sachen drin, wo man ein Buch an sich nicht gäbte. Es wird viel auch über den Tod geredet, jetzt nicht nur über Suizid, aber auch sehr viele amüsante Sachen. Also durchaus eine Ferienlektüre. Ist ja auch nicht so gross und nicht so teuer. Eben, hat die perfekte Anzahl Seiten. Und am Flughafen kann man es posten. Kann man es am Flughafen posten? Ich war gestern oder vorgestern dort. Am Flughafen darf ich Reklame machen. Du darfst Reklame machen. Orel Füssli hat es. Also Orel Füssli hat es. Unter anderem, wer hat es sonst noch? Im Flughafen habe ich es den anderen empfohlen, den Kiosk, der Valora. Ja. Vielleicht aber der Orel Füssli hat es an Lager. Also, wenn ihr das Buch kaufen wollt, dann wisst ihr wo. Aber ihr müsst es nicht unbedingt kaufen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr es nämlich auch gewinnen. Klar. Und zwar bei uns bei StarTV. Und für das müsst ihr auf unsere Facebook-Page www.facebook.com/StarTV Switzerland. Und dort könnt ihr so ein Exemplar gewinnen. Ist aber nicht ganz einfach, weil der Alex, der darf jetzt noch eine Wettbewerbsfrage formulieren. Was müssen Zuschauer recherchieren über dich, über das Buch? Allgemein, vielleicht über den Dreamliner, wo sie wissen müssen, damit sie am Schluss so ein Buch auch verdienen. Ich würde sagen, sie sollten den Namen von der Lisa können. Bist du auch einverstanden? Ja, der ist nämlich nicht ganz einfach. Der ist nicht ganz einfach. Ich habe schon meine Mühe damit. Ja, das ist sicher ein Wettbewerbsfall. Also der Name von der Lisa, der Hauptfigur aus dem Buch, also die Mitprotagonistin, Mithauptprotagonistin in dem Buch. Geht das recherchieren, schreibt uns das auf unsere Facebook-Page. Und Alex, darf ich dich bitten, noch die drei Exemplare zu unterschreiben, damit wir da auch dann die Gültigkeit haben, damit alle Leute wissen, dass ich habe sie in dieser Zeit, ist gut. Dann
sehen wir jetzt, dass es original unterschrieben ist. Also wir verlosen natürlich nur Bücher mit einer Widmung. Genau, heute haben wir den 7. Februar. Und nochmal zur Erinnerung, wenn ihr Stolperstein-Frau gewinnen wollt, dann geht auf unsere Facebook-Page www.facebook.com/StarTVSwitzerland und müsst antworten, wie die weibliche Hauptfigur in Stolperstein-Frau heisst. Ist nicht ganz einfach, ist ein bisschen ein unkonventioneller Name. Ein Tipp kann ich geben. Der zweite Name von dieser Dame hat so etwas im Tierreich verloren, gell? Kann man so sagen? Ja, und so ein Tier, das sich so und schleichend bewegt. Und von der Österreicher Skifahrer. Genau. Also, ich könnte einfach Skikader und ein Tierlexikon anschauen. Wunderbar. Alex, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Spannend war. Danke dir, und ich hoffe auf weitere Bücher. Wenn hören wir wieder etwas von dir, beziehungsweise dann können wir wieder etwas Neues von dir lesen? Im Moment bin ich noch am Verarbeiten von dem, respektive am Promoten. Und, aber im Kopf tut sich schon wieder etwas. Also ich habe etwas vor. Ob es ein Mann oder eine Frau ist, weiss ich nicht. Aber zum Beispiel der Michael Kohlhaas hat mir immer einen grossen Eindruck gemacht, die Geschichte von Michael Kohlhaas. Und es ist möglich, dass ich mal in diese Gegend gehe. Wunderbar. Also, schon bald vielleicht ein neues Werk vom Herr Walser, vom Alex. Und das ist im Moment das aktuelle Stolperstein-Frau. Bei uns in der Sendung geht es jetzt weiter, nicht mit dem Stolperstein-Frau, sondern damit, was heute Abend auf Start TV kommt. Und eins kann ich euch versprechen, es hat wieder unglaublich gute Filme darunter. Hast du einen Lieblingsfilm? Jetzt bin ich im Moment gerade überfragt. Mit dem neuen Film bin ich jetzt nicht so... Also einer von früher? Einer von früher, also Wonderful Man und Flying Machines, natürlich. Und eher ein bisschen zurück, aber ich kann dir sagen, eine Lieblingsmusik habe ich. Und die von den Dire Straits, Ticket to Heaven. Ticket und das kommt da Ihnen vor. Kommt da Ihnen auch vor. Und ich, Ticket to Heaven und vom Erik Satie, Gnossien Nummer 1. Wenn jemand diese Passage wirklich will, reinziehen, reingehen lassen, dass er früher, sollte er die Musik ablassen. Also, kann man ja gehen. Ja, können wir, schreiben wir auf Facebook dort, noch die genauen Musiktitel, wenn ihr euch das Buch so richtig reinziehen wollt. Dazu noch die Musik hören, damit eben das durch Herz, Magen, Nieren, damit man es überall spürt im Körper. Am besten hören wir einfach noch die Musik so dazu. So habe ich auch geschrieben. So hast du auch geschrieben, oder? Wunderbar. Und ja, jetzt zeigen wir euch, was heute Abend auf Start TV läuft. Leider nicht der Lieblingsfilm von Alex, aber es sind auch gute Filme. Heute Abend zeigen wir den Schweizer Film Hidden Heart. Im Dezember 1967 wurde in Südafrika das erste menschliche Herz erfolgreich transplantiert. Und der Herzchirurg Christian Bernard wurde über Nacht zum gefeierten Star. Jedoch war Hamilton Naki, ein schwarzer Laborassistent, ebenso an diesem Erfolg beteiligt. Christina Carra und Werner Schweizer zeigen in ihrem Dokumentarfilm dieses Ereignis in politischem Kontext. Hidden Heart erzählt von Glamour, Ungerechtigkeit und Aufbruch und kennt dabei keinerlei Tabus. Um 23 Uhr geht die Dokumentation über den Kokainhandel von Südamerika in die zweite Runde. In Cocaine Cowboys 2, The Godmother, ist Griselda Blanco Mittelpunkt der Geschichte. Sie schmuggelte monatlich 1,5 Tonnen Kokain in die USA, war die erste Drogenmilliardärin der amerikanischen Geschichte und zettelte einen grausamen Bandenkrieg an. Man nannte sie Schwarze Witwe, da sie 3 ihrer Ehemänner ermorden ließ. Griselda war Königin des Medellin-Kartells und selbst die größten Drogenbarone hatten Respekt vor ihr. Richard died trying. Ross still locked up, so I'm holding LA down.